Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego, der Herr der Ringe und der letzten Folge. Ich hoffe, es ist der letzten Folge der Erfolge. Doch, das wird die letzte Folge sein. Ich werde die Erfolge sonst einblenden, wie ich sie mache, wenn ich mal was nicht schaffe. Weil, ja, es sind noch drei Erfolge, die wir machen müssen. Davon ist eins Stats sammeln. Und das könnte schon sich etwas hinziehen. Deswegen werden wir jetzt erstmal nach Gollum gehen. Gollums Zähmung. Im freien Spiel, weil sonst können wir Gollum nicht mit Gollum besiegen, ist natürlich klar. Das müssen wir im freien Spiel machen. Und ansonsten müssen wir halt gleich die Stats suchen und am Ende werde ich dann noch dann werde ich halt noch die Sachen. Müssen wir das überhaupt machen? Müssen wir den Balrog besiegen? Ich glaube nicht. Wir werden jetzt einfach Gollum mit Gollum besiegen und gut ist. So. Ich hoffe, ich mache es richtig. Ich sag mal so. Ich weiß es nicht. Ne, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich hier mache. Ich habe die Hoffnung, dass es direkt richtig ist. So, wir brauchen Sam. Denn da oben ist der nächste Fisch. Aha, ist gut gemacht, dass man da nicht einfach hochspringen kann. Na komm. Dann machen wir das hier halt. Wenn das Spiel so sehr drauf besteht, dass wir das machen, dann machen wir es. So, da haben wir noch ein paar Stats. Wir haben schon wieder 19 Millionen, das ist gut. Wir brauchen aber noch 100 Millionen. Minimum. So, wir brauchen Frodo. Gut, haben wir das auch. Den Fisch schon mal. Wir holen uns jetzt mal alle Fische hier, komm. Was soll's? Was soll das? Brauchen wir das hier für die Fische? Ah ne, das war nur uns. Ja, okay. Das haben wir jetzt gar nicht gebraucht, aber ist ja nicht schlimm. Also die Blume brauchen wir auf jeden Fall. So. Da könnten wir jetzt auch noch reinschießen, aber... Brauchen wir nicht, haben wir alles. Und die Stats können wir auch anders noch suchen gleich. Effektiver. Ist da auch noch ein Fisch hinter gewesen, oder? Nee, aber Feuerholz ist hier okay. Ach, okay, wir müssen das hier abbrennen, aber ganz ehrlich... Will ich das abbrennen? Ja, ich muss, ne? Ja, nehmen wir mal einen, der mehr tragen kann als unser guter Herr Frodo. Ach ja, unser guter Herr Sam. So. Ach, du bist ein... Oh, ey, ganz ehrlich, Leute. Was ist mit dem hier? Wieso sind die so, wie sie sind? Ach, das ist gar nicht dunkel. Ich dachte jetzt, das wäre dunkel. So, da wird das letzte Feuerholz sein, denke ich mal. Ja. Rein damit. So, dann brauchen wir doch mal wieder Sam. Der macht uns hier den Weg frei. So, und hoch. Dann hoch mit dir. Danke. Ich hoffe, jetzt haben wir alle Fische, die wir brauchen. Ne, haben wir noch nicht. Verdammt. So. Ja, fliege erstmal weg. Sehr gut. Hallo? Hallo? Nein, den nimmst du bitte mit. So. Achso, das brauchten wir gar nicht. Na doch, 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 für Frodo. Stimmt. Brauchten wir doch für Frodo, weil er hat die Fiole. So. Gut.
Dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann können wir jetzt hier runter und die Leute da reinballern. Und den letzten. Nee, was? Da fehlt uns nur einer. Was? Wo ist er denn? Hallo? Wo fehlt uns denn hier noch ein Fisch? Ich meine, wir hatten hier nicht Gimli und so, ne? Das ist klar. Da werden wir keinen Fisch rauskriegen. Aber wo fehlt denn der uns? Ne, da drunter ist er nicht. Da drunter ist er auch nicht. War er da drin? Habe ich ihn nicht gesehen? Ne, da drin haben wir den schon. Da oben haben wir auch. Da oben haben wir auch. Hä? Wo ist denn der letzte Fisch? Haben wir noch einen? Nee. Aber Fische haben wir keine mehr. Ah, komisch. Wo ist denn der letzte? Nochmal hin. Oder kriegen wir den jetzt irgendwie erst, wenn wir doch mit Gandalf da den Balrog bekämpft haben? Oder ist er hier irgendwo drunter? Wo ist denn der letzte Fisch? Hallo? Ah, ich bin doof, natürlich. Nee. Natürlich nicht. Aber wo ist der denn? Das ist ja doof. Der ist ja doof. Ja, hier hatten wir ja schon geguckt. Hier ist keiner mehr drin. Also hier ist er nicht. Oder ist der da oben wieder da? Nee. Warte, wir haben drei und zwei haben wir da schon hingeworfen gehabt, ne? Wo kann denn der letzte Fisch sein? Da kriegen wir den tatsächlich erst, spawnt er hier erst, wenn wir... Ja, wir müssen mit Gandalf das wahrscheinlich doch machen. Hey. Ja, gut. Wisst ihr was? Wir kürzen ab. Wir kürzen das ab. So, ja. Ganz große Klasse hier. So, da hoch. Der Hill. War das da hoch? Ja, das war da hoch. Gut, wir sind beim Balrog. Wir bleiben einfach stehen. Der kann uns eh nichts. Ja, hast es bald. Wir sind krass. Ja, guck mal hier, wir sind einfach nur krass. So. Muss ich den Sachen ausweichen oder was? Ah, ne, jetzt. Jetzt. Jetzt geht's. So. Der Tamper. Ja. Anstrengend. Na komm. Ja, ganz krass. Ich finde, der könnte sich ein bisschen beeilen, oder?
Ach, er macht's nochmal. Ja. Ah, jetzt. So. Und ab dafür. Na, würde ich sagen, ist nur noch eine Sache zu erledigen, oder? Hey, krass. So. Komm, jetzt holen wir deine Peitsche wieder raus. Naja, genau. Sehr schön. Naja, komm. Na komm. Ciao. Ah, ja, wir mussten ihn besiegen. Dadurch hat das Spiel verhindert, dass wir einfach so fortfahren konnten. So, jetzt kommt's aber. Wir müssen Gollum als Gollum besiegen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ach so, wir müssen... Nein, nein. Ach, wir können mit ihm gar nichts nehmen. So. So. Hä? Nice. Wieder so ein Spielfehler, ey. So, wir müssen hier mal Merry haben. Brauchen wir hier nicht groß eine Angel suchen. Aber schön, dass das so ausrastet, wenn wir Gollum mit Gollum besiegen wollen. Ja, also, das ist ein gut durchdachter Erfolg hier wieder. Oh, da hat er gut gefangen, ey. Was? Ach, das ist ja gar nicht der Sam. Hallo? Das ist ein Scherz, ne? Das ist ein Scherz. Ich sag's euch, das ist ein Scherz. Ja. 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 So, nehmen wir mal Sam mit ihm schon mal direkt. So, bitteschön. Gönn dir den Fisch. So, er greift ihn wieder an, ne? Gut, er hat noch ein Leben. Und wir müssen hier mit Frodo rein. Der hat nämlich den Fisch. Also hier liegt der Fisch. Ach nee, da waren nur die Angelteile, ne? Ja, das waren nur die Angelteile. Wo ist denn der letzte Fisch? Da oben. Wir brauchen Sam. Ja, ist doch okay. Wir brauchen die Angel nicht, Kollege. Ach. Gut, da hätten wir die Angel mitmachen können. Aber wo ist der letzte Fisch? Können wir einfach den jetzt da oben besiegen eigentlich? Ne, wir müssen den Fisch haben, okay. Aber Gollum kann ja angeln. Wir müssen anscheinend wirklich angeln. So. Machen wir mit Gollum den letzten Fisch. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der Erfolg ist, der so klappt oder nicht. Da hat er ihn. So. Ich meine, fesseln können wir nicht mit Gollum. Gollum kann kein Seil halten. Gut. Was? Das ist Stich. Hä? Warum haben wir jetzt Gollum nicht mit Gollum besiegt? Oder mussten wir den schlagen mit Gollum, wenn er den scheiß Fisch in der Hand hat? Sorry, wenn er den bescheuerten Fisch in der Hand hat.
Ach Leute, also manche Erfolge hier, die finde ich echt dezent zum Heulen. Mann, Gollums Zähmung. Also wir können auch im Schicksalsberg können wir nicht Gollum mit Gollum besiegen. Das funktioniert nicht. Wir müssen also... Warte mal. Wenn das jetzt klappt, dann... Ich heule hier gleich. Ich heule gleich. Egal, wir haben ein Level mehr gesehen. Schön. Wir haben ein bisschen was an Stats gesehen, die wir gekriegt haben. Ich würde sagen, das ist doch okay, oder? Ich heule gleich trotzdem. Ich bin sehr traurig. Ich bin gerade sehr, sehr traurig. Naja, gut. Wir müssen jetzt die letzten Stats finden. Und, ja. Das wird auf jeden Fall jetzt ganz lustig. Damit das nicht zu langweilig wird, habe ich mir überlegt, wir werden von hier aus einfach mal so ein bisschen durch die Erde gehen. Weil jetzt jedes Mal hier hin und zurück reisen, das bringt das nicht. Wir werden jetzt einfach mitnehmen, was wir können. Beispiel das hier. So. So viel brauchen wir auch nicht mehr am Ende. Da ist nur ein blauer. Den lassen wir jetzt einmal da liegen. Obwohl, hier sind auch nicht so krass viele, ne? Gut. So, da unten war nur ein roter. Ich dachte, da könnten wir einen lilanen abstauben. Leider nicht. So, hier ist sonst nichts. Außer der Eingang nach Bree. Ja, ich sag's euch, das wird nix. Wir reisen immer wieder dahin zurück. Respawnen die denn dann? Ja. Wir müssen halt immer nur verschiedene Zeiten machen. Also mal tagsüber, mal nachts. Ist nicht atemberaubend, aber ich habe ja gesagt, die letzten zwei, also die letzten Folgen sind jetzt mehr als zwei. Die letzten Folgen sind, es respawnt gar nicht alles, sehe ich gerade. Na super. Die letzten Folgen sind ja wirklich nur für die Erfolge. Ich meine, das ist halt normal, dass da mal was zäh ist. Ah, ich meine, das meiste respawnt. Das ist doch auch schon mal ganz gut. So. Wir können ja auch mal woanders hin dann währenddessen. Ich weiß nicht, wo war denn nochmal viel zu holen? Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, wo hier noch relativ viel zu holen war. Hier vielleicht? War hier noch was zu holen? Na, hier war gar nichts zu holen so richtig, ne? Ach doch, da oben, der lila, ne? Aber sonst müssen wir hier alles nur eingraben und so. Das dauert mir jetzt zu lange. Bin ich ehrlich. Also wenn ich jetzt hier anfangen soll zu graben die ganze Zeit und sowas, nee. Na, den blauen kriegen wir nicht. Jetzt kriegen wir den blauen. Schön. Nee, komm, dann werde ich das so machen. Ich werde jetzt immer hier hin und her reisen. Und, hoffen, dass dort auch wieder alles respawnt. Das wird unsere Sache nämlich wesentlich erleichtern. Den haben wir. Ja, es respawnt alles. Sehr schön. So kann es so laufen. Guck mal, wir brauchen auch wirklich nicht mehr so viel. Ich meine, das geht. Wir kriegen, glaube ich, ungefähr circa 40 Millionen pro Lilanen. Also mal 3840, also 38.400.000.
Und das sollte ja einigermaßen schnell dann auch gehen. So. Den nehmen wir auch noch immer mit. Der geht nämlich auch noch relativ schnell. Gut. Ja, die blauen nehmen wir auch mit. Hört sich doof an, aber die bringen es halt am Ende auch noch. Dafür, dass wir sie halt doch schon relativ leicht kriegen hier. Ich meine, es sind ja schon fast 10 Millionen. Ach, also 10.000, die wir mit den blauen hier finden. Jetzt will ich einmal gucken, ob da drinnen noch was ist. Ja, hier drin ist gar nichts, ne? Nee. Hier drinnen ist gar nichts, was uns interessiert. Deswegen durch die Map durch, wieder nach draußen. Und damit auch alles wieder respawnt, reisen wir nach Edoras und holen uns hier den lilanen. So. Und drüben den blauen. Dann werden wir wieder zurückreisen. Es ist jetzt vielleicht nicht absolut lustig, was hier abgeht, aber das ist nun mal das Ding, wie man Erfolge holt. Die sind nicht immer leider nur schwer zu bekommen, sondern auch manchmal einfach grindig. Manchmal muss man einfach ein bisschen darauf hingrinden. So. Da ist noch einer. Da sind noch welche. Gut. War hier noch mehr? Doch, da war noch blaue. Die es auch bringen. Klar, sag ich immer noch. Bin ich immer noch der Meinung. Die blauen, die wir hier finden können, die bringen es auch. So. Können wir da drin irgendwie was abschmuggeln? Nee. Ich habe gedacht, da drin könnten wir uns noch was abstauben. Aber hier glaube ich, ne? Ne, hier können wir uns auch nichts abstauben, leider. Nur halt hier raus. Ja, die großen kriegen wir hierdurch leider nicht. Doch, muss ich dran denken, hier kriege ich den großen her. Also, was heißt hier große? Den blauen halt, ne? So. Und den nächsten wieder nehmen. Gleich haben wir es. Gleich haben wir den vorletzten Erfolg. So. Und dann wollen wir wieder zurück. Da kriegen wir nichts raus, ne? Ne. Aber holen wir erstmal den hier, dann holen wir den hier. Den kriegen wir auch. Den hier. Na, ich würde sagen, wir haben es gleich. Noch einmal hin und zurück, denke ich mal. Wie der Hobbit. Können wir jetzt eine gute Anspielung machen, ne? So, der kommt da auch von alleine runter. Dann haben wir uns die Zeit schon mal gespart. So. Dann haben wir es jetzt gleich. Gut, noch einmal hin und zurück. Dann haben wir den Erfolg. Und müssen wir noch den letzten Erfolg holen. Und das ist dann einmal ein Koop-Level nur. Und wisst ihr was? Da brauchen wir den blauen Stein auch nicht mehr holen. Das kriegen wir jetzt auch so hin. Da müssen wir eigentlich gar nichts mehr richtig holen. Das sind jetzt nur noch hier der lilane und der lilane. Dann haben wir's. Hä? Wo ist mein Erfolg? Hallo? Wo ist mein Erfolg, meine Freunde? Oder habe ich den schon bekommen? Sammle über 10 Milliarden Stats.
Ach, es kann sein, weil ich gerade einmal Koop versucht habe, die Stats zu holen. Ich hatte einmal Koop versucht, Da habe ich's. Ja. Ich habe nämlich 100 Millionen in dem Level geholt, wo ich den Erfolg erst nicht bekommen hatte. Und dann habe ich nämlich einmal Koop gestartet gehabt. So, und dann würde ich jetzt sagen... Guten Tag. Ich habe das extra vertikal jetzt mal eingestellt. Und wir werden einfach ein Level, was wir schnell beenden können, machen. Und das wäre... Ja, machen wir einfach der schwarze Reiter. Da kennen wir's. Ach so. So. Ich werde nämlich mit dem zweiten Spieler nicht spielen. Ist ja klar. Ich werde jetzt hier nicht zwei Leute gleichzeitig steuern. Das sollte ja klar sein, ne? So. Gut. Das Gute ist, freies Spiel, da können wir alles wechseln. Ah, okay, ich muss gerade sagen, das ist dynamisch finde ich dann doch besser. Wir können die Aufträge besser machen. So. Ne, wisst ihr was? Wir holen uns hier einfach die Schaufel. Wir holen uns einfach die Schaufel. So, auf dem Weg zum letzten Erfolg, Leute. Na komm. Oh. Oh, oh, oh. Ach, ja, genau. Vergesse ich immer, dass der das hier macht. Können wir mitnehmen, auch wenn wir es nicht mehr brauchen. So. Nehmen wir doch mal den Schmied, der ist auch klein. Dann werden wir mit ihm hier die Krähe verscheuchen. So. Sehr gut. Und der Legolas. Kommt mir irgendwie schneller vor als... Ne, warte, er hat die Schaufel doch in der Hand. Er hat die Schaufel doch in der Hand. Leute. Sehr gut. Oh no. Oh shit. Oh, verdammt. Okay, ich muss erst Saruman besiegen. Dann haben wir den zweiten. Zum Glück nicht mit der Maus und Tastatur da. Das wäre halt hart kacke geworden. Weil ich habe meine Nummernblöcke halt schon vergeben. Dann hätte ich nochmal die ganzen Tasten vergeben müssen. Jetzt, das wäre doof. Können wir ihn einfach direkt auf den Thron schleudern und ein Ende machen? Oder hier? Oder keine Ahnung. Dann müssen wir das gleich mal machen. So. Wir können ja mit ihm immer ein bisschen laufen hier. Wenn es so aussieht, als würden wir den zweiten auch haben. Ganz drastisch, du verletzt uns richtig. Oh nein, aua, oh Gott. So. Oh nein. Bitte nicht. Oh nein. Aua. Gut. Sehr schön. Hauen wir ihn einmal in die Flamme da rein. Vielleicht nur ein letztes Mal, dann machen wir hier... Level fertig. Na komm. So. Komm schon. Jawohl.
Tob dich richtig aus, Junge. Guck mal, das sieht aus, als würde er tanzen, ne? So richtig hüftschwungmäßig. Dancing Saruman hier. Nice. So. Ja. So, und schau. Überspringen. Gut. Dann muss ich jetzt hier erstmal den Mist hier wieder aufbauen. Nein. Ach, wir brauchen mal was anderes hier. Komm. Ich wünschte, wir würden nicht so langsam sein. Ich meine, es ist ein Ringgeist. Das war schlecht. So. Er will sie auch nicht reinsetzen, das ist das Problem. Er will es auch nicht reinsetzen. Er muss das Pixel genau haben hier. So. Unauffällig übrigens, wenn an dem so ein 30 Kilometer vielleicht. Wenn an dem so ein 2 Meter großer Stein vorbeirollt. Muss man schon sagen. So. Gut. Wir können Sam nehmen. So. Ja, wir müssen angeln. Dafür brauchen wir Mary. Nein. Da. So. Ja. 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 Sehr schön. So. Gleich ist es geschafft. Gleich ist es geschafft. Gleich sind wir durch. Dann bin ich glücklich. Dann haben wir alle Erfolge übrigens auch. Und das, obwohl da teilweise Sachen dabei waren, die unlösbar, also als unlösbar galten. Da kann man schon mal so ein bisschen stolz sein, ey. So. Da kann man schon mal ein bisschen stolz sein. Ja, du sollst den Apfel werfen. Dann halt so. Gut. Unser Dude kann ja ruhig, also unser Nebenspieler kann ja ruhig es nicht schaffen. Wir müssen einfach nur durch. So. Jawohl. So. Wo ist unser Erfolg? Ich will den Erfolg haben. Wieso haben wir den nicht bekommen? Hallo? Was soll das denn? Ja, wieso haben wir den Erfolg nicht bekommen? Okay. Dann machen wir nochmal Angriff der Waag. Vielleicht müssen wir die Mission auch so starten. Oh. Gut. Klappt gut.
Ah, oh Mann, Alter. Ich heul. Was soll das denn? Was soll das denn, ey? Ist das außerhalb der Tore? Es scheint außerhalb zu sein. Ja. Es ist direkt hier vor. Oder? Nee. Hä, wo ist das? Ach, wo ist das nochmal? Hallo? Oh, Leute. Hm. Aber wieso hat das nicht geklappt mit dem Koop-Spiel? Komm, ich geh da jetzt einfach so rein. Freies Spiel. Ja, einfach mit ihm was anderes. Das versuche ich jetzt noch. Das Level war ja auch noch relativ schnell. Jawohl. Warum hat das jetzt gerade nicht geklappt? Wieso hat das nicht geklappt? Beende ein Level im Koop-Modus. Hatte ich doch. Naja, gut. Ich werde das noch an dieses letzte Video ranheften. Ich werde jetzt mal nachgucken, wie das ist, bevor ich jetzt noch 20 Level hier spiele. Also dann sehen wir uns wieder, wenn ich den... Oder was heißt wieder, ne? Wir sehen uns jetzt gleich wieder in dem Video noch. Wenn ich den letzten Erfolg auch noch geholt habe. Und ja. Das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht merken. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, das Geheimnis an der ganzen Sache war eigentlich nur, dass man eine Story-Mission abschließen musste und es nicht ging in einem freien Spiel. Naja, gut. Also ihr seht jetzt gerade das Ende der Mission. War übrigens schön nervig, weil die Zaubererstelle wurde mit Maus und Tastatur gespielt. Ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich ich darüber war. Von der Skala von 1 bis 10, eine minus 20 ungefähr. Aber gut. Jetzt sollten wir es eigentlich haben. Und ja, dann haben wir auch alles erreicht, was man in dem Spiel so erreichen kann. So, Errungenschaft freigeschaltet. Bin froh, dass du bei mir bist. Ja. Passt auf. Zurück nach Mittelerde. Dann würde ich sagen, sobald das jetzt alles hier, sobald wir Mittelerde sind, wir haben alle Errungenschaften. Da steht es auch nochmal 47. Hä? 47 von 48? Ah, Moment. Ich blende das sofort nochmal ein. So. Wir haben alle Errungenschaften. 48 von 48. Das hatte gerade nur nicht geladen. Da sind sie. Da sind alle Erfolge, die man erreichen kann in dem Spiel. Wir haben das Spiel also tatsächlich zu 100% durchgespielt. Und auch zu 100% wirklich durchgespielt, samt Erfolge. Damit würde ich sagen, sind wir an der Stelle komplett durch. Und es geht nächstes Mal weiter mit einem neuen Lego Let's Play. Und ich sag's euch jetzt in der letzten Folge, der Special-Folge. Es wird das Spiel Super Marvel... Nee, Lego Marvel Super Heroes. So, der erste Teil, da werden wir natürlich auch wieder alles durchspielen. Da werde ich es genauso machen wie hier. Eine Special-Folge, wo wir die Charaktere sehen. Eine Special-Folge, wo wir die Erfolge holen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Let's Play. Und auf... Wiedersehen.